Herzlich willkommen zu einem neuen Guide in The War Within. Wir kümmern uns heute um den Erfolg für Bran. Was müssen wir dafür machen? Und zwar alle Kuriositäten, die hier gelistet sind, Bran zurückbringen. Diese Kuriositäten bekommen wir in den verschiedenen Tiefen, beispielsweise den Wasserwerken, in den schallenden Tiefen, der Schwärmerbresche, in Heilsturz und. Wo wir jetzt genau welche Kuriosität bekommen, ist erstmal zweitrangig. Wir müssen auf jeden Fall alle Tiefen abschließen. Und seit Zekfirs Höhle dazugekommen ist, beziehungsweise seit die machbar ist, können wir den Erfolg auch abschließen. Dort gibt es nämlich die letzte Kuriosität. Was ich noch festgestellt habe, die Schwierigkeit der Tiefe bestimmt die Seltenheit der Kuriosität. Ist zwar ganz nett, wenn man dann höhere Tiefen laufen möchte, dass man dann nach und nach die besseren Effekte hat. Ist dann jeweils ein Effekt für unseren Begleiter Bran in den Tiefen. Für den Erfolg ist das aber zweitrangig. Das heißt, wenn man darauf aus ist, alles auf Stufe 1 durchlaufen, mehrfach und dann am Ende hat man den Erfolg. Das war es im Grunde auch schon dazu. Einmal, wie gesagt, Tiefen laufen, nach und nach bei jedem Abschluss. Das ist ganz wichtig. Wir müssen nicht reinlaufen und irgendwelche Kuriositäten öffnen, sondern wir müssen den Dungeon abschließen, also die Tiefe abschließen. Dann erhalten wir die Kuriosität, die wir für den Erfolg benötigen. Das dazu. Und ansonsten, wie gewohnt, Daumen nach oben, Abo dalassen, wenn es gefällt. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dahin.